Nun begrüßen wir Herrn Hans Herrmann, den Chefredakteur des Sachsen News Volksblatt, in Vertretung des Präsidenten Thomas Manning, der Alliance of Pennsylvania Saxons in den USA. Nach zwei Flugverspätungen gestern bin ich endlich spät gestern Abend hier in Deutschland angekommen. Ich bin hier, aber leider meine Koffer nicht. Aber ich bin dankbar der Cousin meines Fraues, diesen stellvertretenden Anzug. Sonst wäre ich hier im T-Shirt und Blue Jeans. Herzlichen Dank, Herr Hans Herrmann. Der Anzug sitzt ausgezeichnet. Ich hoffe trotzdem, dass die Koffer ankommen, bevor sie abreisen. Nun begrüßen wir aus Österreich den stellvertretenden Bundesvorsitzenden, Herrn Hermann Schuller, der uns die Grüße überbringt. Manfred Schuller, Entschuldigung. Ja. Ich bin auch gestern Abend angekommen in der Stadt Dinkelsbühl und habe voller Freude meinen Koffer aufgemacht und in die Tasche gegriffen und wollte mein paar Schuhe auf die Seite stellen. Und so sah ich, dass der eine, der linke braun war und der rechte war schwarz. Ich dachte noch, so ein paar habe ich zu Hause auch noch. Und so ging ich heute Morgen einkaufen in Dinkelsbühl und konnte mir ein schönes Paar schwarze Schuhe kaufen, wurde sehr nett bedient und bin glücklich. Bleibt nur zu hoffen, dass der Herr Dekan Hermann Schuller herausgefunden hat, was er heute anziehen wollte. Ich bitte nun um das Grußwort des Hilfskomitees. Vor einigen Jahren erzählte ein junger Kollege eine kurze Begebenheit. Ein junger Vater kommt in Nürnberg zum Pfarramt und bittet um die Taufe seines Kindes. Der Pfarrer fragt, was sind Sie, evangelisch oder katholisch? Der junge Mann, scheinbar auch nicht bewandert in Konfessionskunde, antwortet prompt, ich bin Siebenbürger Sachse.